So, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für einen Espresso-Talk. Und wer sich wundert, warum wir hier im Schlafanzug sitzen, nämlich ich, der Jens. Morgenmantel. Das ist kein Schlafanzug, das ist ein richtig, Morgenmantel. Bademantel. Warum wir hier im Bademantel sitzen? Weil der Schlafanzug da unten drunter ist. Denn wir haben gesagt, wo trinken wir denn auch immer Espresso? Beim Frühstück. Und ich zeige euch das mal. Das sind nämlich Rabetassen. So, und deswegen heute einen Espresso-Talk vom Frühstückstisch. Auf geht's! Hallo Jens, sind FOPs für ein kleines Konto nicht zu teuer? Also, FOPs, Future Optionen, FOPs, das ist immer, wissen immer viele die Abkürzung nicht. Grundsätzlich sind sie nicht zwingend zu teuer. Es gibt also durchaus Future Optionen, die wir auch für ein kleines Konto handeln. Das einzige Problem, was man manchmal mit Future Optionen hat, dass sie manchmal eine relativ hohe Margin verlangen. Das heißt also, wenn du jetzt Gold handeln möchtest, dann kann es eben sein, dass das so eine Option dann auch mal 4.000, 5.000 Dollar Margin verlangt, was dann eben für ein 5.000 Dollar Konto ein bisschen zu viel wäre. Wenn man jetzt aber beispielsweise Getreide handelt oder wenn man auch die Bonds handelt, dann haben die eben nur 600, 700 Dollar Margin. Und wenn es passt, dann handeln wir auch mal in so einem kleinen Konto Future Option mit. Es ist aber die Ausnahme. Also man kann es auch mitmachen, es ist nicht grundsätzlich falsch, aber es ist eher die Ausnahme. Hallo Jens, vielen Dank für das Video. Es ist wirklich krass, wie riesig der Unterschied ist. Hätte ich nie gedacht. Schaust du dir bei Aktien auch die nicht adjustierten Kurse an oder spielt das da keine Rolle? Also hier ging es um das Video adjustiert oder nicht adjustiert. Und um die Frage zu beantworten. Also bei Aktien musst du dir keinen adjustierten oder nicht adjustierten Endloskontrakte anschauen, weil ein Aktienkurs, den kannst du dir ja anschauen, seitdem es die Aktie gibt, und da gibt es ja keine Adjustierungen. Bei Futures hast du ja durch die verschiedenen Future-Kontrakte immer diese Verschiebungen, aber bei Aktien gibt es das nicht. Also deswegen, um die Frage zu beantworten, nein, bei Aktien schauen wir uns das nicht an, weil es einfach nicht notwendig ist und weil es das auch gar nicht gibt. Ein Aktienkurs ist immer nicht adjustiert. Das Einzige, was manchmal beim Aktienkurs vorkommen kann, ist ein Split. Dass man ja sagt, man hat mal aus einer Aktie zwei gemacht oder drei. Das muss man natürlich berücksichtigen, weil es ja sonst riesige Kurslücken gäbe. Aber ansonsten diese Verschiebungen, wie es bei Future Optionen gibt, bei Futures gibt, das gibt es bei Aktien nicht. Wäre es dann nicht sinnvoll, die Vols an sich zu handeln? Da hat man doch sozusagen alle Marktphasen aktuell in einem. Vols, also die Volatilität, das machen wir ja. Also wir handeln ja auch die Volatilität als solches. Für all die neu zuschauen, Volatilität, das ist ja quasi das Aufgeld auf den theoretischen Optionspreis. Also manchmal ist eben die Absicherung oder der Wunsch nach Absicherung sehr, sehr hoch und dann sind die Optionen entsprechend teuer. Manchmal ist die Absicherung eher gering, die Nachfrage, dann sind die Optionen entsprechend billig. Und man kann natürlich die Volatilität auch selber handeln über verschiedene Produkte. Man kann das über die Volatilitätsfutures machen. Was wir aber hauptsächlich machen, ist, wir handeln die Volatilitätsprodukte, also sowas wie den VXX, den UVXY. Das sind eigentlich sehr, sehr schöne Handelsinstrumente. Allerdings, das muss ich auch sagen, die sind auch ein bisschen tricky. Also für alle die Leute, die sich da nicht so gut auskennen, da muss man schon ein bisschen was machen, sich ein bisschen einarbeiten. Aber wer das kann, das sind es natürlich super Instrumente, weil man eben quasi einen direkten Zugang zur Volatilität hat. Hallo Jens, wenn die Restlaufzeit 30 bis 40 Tage sein soll, für wem sind dann die sogenannten Leaps? Dachte, die sind gerade gut für die Investoren geeignet. Viele Grüße. Kleingeschrieben. Genau, also für wen sind Leaps? Leaps. Leaps sind also Aktienoptionen mit einer sehr langen Restlaufzeit. In den USA gibt es Leaps-Optionen immer bis so ungefähr 3 Jahren Restlaufzeit, laufen immer im Januar aus. Und für wen sind die geeignet? Nun, wenn wir sagen, wir verkaufen irgendwie Restlaufzeiten von 45 Tagen oder 60 Tagen,
dann ist das ja nur unsere spezielle Herangehensweise an den Markt. Es gibt ja Optionen, die nur wenige Tage Restlaufzeit haben, also die Weeklies, es gibt diese Leaps-Optionen, die mehrere Jahre haben. Und für alles, für alle gibt es natürlich dann irgendwie Verwendung. Also der eine will sich nur kurzfristig absichern, nimmt nur so eine Wochenoption, weil sie ganz billig ist. Der andere will was ganz Langfristiges machen und nimmt eben so eine Leaps-Option. Wir handeln auch diese Leaps-Optionen und zwar immer dann, was allerdings sehr, sehr selten passiert, wenn, wenn es mal wirklich kracht an der Börse. Also wenn es zum Beispiel jetzt sowas gäbe wie mal wieder wie 2008 oder 2009, ich also mal ein paar Tage lang, zwei, drei Wochen mal ganz, ganz spät im Markt nach Hause komme, wenn es die Volatilität richtig explodieren würde und wir dann natürlich sehen würden, oh, jetzt haben wir so wirklich mal, der Markt ist mal 30% gefallen oder irgendwas, wir hätten so einen richtig großen Crash im Markt, dann wäre es natürlich super, diese ganz langfristigen Optionen zu verkaufen, weil die natürlich dann erstens, die haben wahnsinnig viel Zeit wert und durch die Volatilität sind die sehr, sehr teuer geworden. Und dann lohnt es sich auch, diese Optionen zu verkaufen nach unserem System. Große institutionelle Anleger nutzen die permanent auch, um entsprechende Geschäfte zu machen. Und deswegen haben die mehr als nur eine Berechtigung. Sie sind sehr, sehr gut. Es kommt halt immer ein bisschen auf die Strategie an, die man nutzt. Für das, was wir so quasi als Brot- und Buttergeschäft machen, nutzen wir sie nicht ganz so oft. Und zur letzten Frage. Sind Aktienoptionen besser als Future-Optionen? Die Frage, hallo Jens, eine Frage zum BBTM. Angenommen, ich habe einen Short-Put, der auch noch eine Weile läuft, mit einem FOP, Future-Option. Was macht ihr, wenn der BBTM jetzt auf die Short-Seite wechselt? Die Position schließen, einen Strangle daraus machen oder einfach weiterlaufen lassen? Sehr gute Frage. Also BBTM ist ja ein in der klassischen Einstellung ein Modell, was auf Wochenbasis funktioniert. Das heißt also, du hast einen Chart auf Wochenbasis und der muss zweimal hintereinander ein Signal geben, damit wir eine entsprechende Position eröffnen. Und deswegen ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der jetzt genau, der macht jetzt ein Signal und macht sofort ein Gegensignal. Es würde ja mindestens zwei Wochen dauern. So. Aber das kann es theoretisch natürlich schon vorkommen. Und wenn das vorkommt, dann würden wir einfach schauen, was hat denn die Option gemacht. Wenn die Option vollkommen unter Druck geraten würde, dann würden wir die wahrscheinlich adjustieren und wahrscheinlich einen Strangle daraus machen. Wenn wir sagen würden, das Ganze macht überhaupt keinen Sinn mehr, also die Idee ist vollkommen hinfällig, dann kann es auch passieren, wir würden die Position einfach auflösen und würden eine Gegenposition machen, also aus einem Put beispielsweise nur noch einen Short Call machen. Meistens wird es aber so sein, dass wir gar nichts machen werden, sondern einfach mal schauen, wie sich es entwickelt. Weil, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein System von heute auf morgen sich komplett dreht, ist eben sehr, sehr gering. Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, wir haben jetzt, es ist ja gerade Herbst, wir haben jetzt gerade irgendwie, es ist dunkel und es ist kalt und es fängt an zu regnen und jetzt morgen früh wachen wir auf und sagen, oh, heute wird aber ein schöner Tag, jetzt werden 30 Grad. Also die Wahrscheinlichkeiten sind einfach so sehr gering, dass sich das so ändert. Und wenn, dann muss man, hat es eigentlich immer wenn man eine Position hat, muss man schauen, was macht die Position. Das dahinterliegende Chartsignal ist dann eigentlich unwichtig, sondern man muss immer auf die Option schauen, wie hat die sich entwickelt, wie ist die vom Preis und so weiter und so fort. Das war die letzte Frage. Dann, was machen wir jetzt? Wir trinken jetzt natürlich Espresso. Und starten wir in den Tag. Dann wecken wir unsere Kinder, starten in den Tag und jetzt gucken wir mal, wo wir den nächsten Espresso-Talk machen. 5:30 Uhr. Wir machen den nächsten Espresso-Tag vielleicht mal in der Sonne. Wir könnten ihn mal im Urlaub machen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, egal ob ihr das jetzt am Morgen, Mittag oder Abend anschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut.